Das ist der Lotus Dallara von Marvin Kirchhöfer. 11-mal fuhr er als Erster ins Ziel, 16-mal fuhr er die schnellste Rennrunde, verantwortlich für bisher 450 Meisterschaftspunkte und den Titel. Aber Moment, ist es wirklich der Wagen oder ist es der Pilot? Die Fahrzeuge alle gleich, also muss es der Pilot sein. Marvin Kirchhöfer, ein Loblied. Gigantisch. Ja, grandios. Also mein Junge, wie gesagt, tipptopp. He's a great driver. Als Sponsor bin ich überglücklich. He is a good driver and he is my teammate. Ich glaube schon, dass das kommende Formel 1-Star wird. I like him. Schnell und beliebt. Das geht derzeit nicht jedem Fahrer so, der seine Klasse dominiert. In Hockenheim grüßt Kirchhöfer wie gewohnt vor dem ersten Rennen von der 1. Hinter ihm der Kampf um den Vizetitel. Emil Bernstorff gegen Artem Markelov. In der Gesamtwertung trennen sie 10 Punkte, in der Startaufstellung nur ein Platz. Das bleibt auch nach dem Start so, aber mit umgedrehten Vorzeichen. Der in der Meisterschaft besser platzierte Markelov nun auch im Rennen vorne. Ich habe den Start vor der Saison ausgiebig trainiert und versuche es jetzt jedes Rennen auf den Punkt zu bringen. In Oschersleben hat das nicht so gut funktioniert, aber heute hat es was gebracht. Aber Bernstorff schlägt zurück und geht an Markelov spielend vorbei. Ja, ich hatte Probleme mit der Wasserpumpe und aus den Kurven raus hatte ich überhaupt gar keine Power mehr. Das Podium komplett in Lotus-Hand. Bernstorff verkürzt den Abstand um immerhin 3 Punkte. Ja, jetzt muss ich es in den nächsten beiden Rennen probieren. Rennen 2, Reverse Grid, und es wird dramatisch. Roman Beregech bleibt stehen und Nabil Jeffrey fährt hinten drauf. Die Lotus-Piloten halten sich schadlos. Markelov hier links geht vor von 6 auf 3. Emil Bernstorff muss sich während der folgenden Safety-Car-Phase auf der 6 einordnen. Meneses setzt sich ein wenig ab, der Kampf dahinter spannend. Markelov vorbei an Jordi Wex für P2 und Bernstorff, der fightet mit einem großartigen Manöver. Vorbei an Brian Meissner und Jordi Wex, der Brite von 6 auf 4 in nur einer Kurve, hält den Traum vom Vizetitel am Leben. Meneses gewinnt das zweite Rennen. Markelov holt sich seine 3 verlorenen Punkte zurück, weil Bernstorff Vierter bleibt. Ich habe einfach nur versucht, meinen zweiten Platz zu halten und mir die Punkte zurückzuholen. Das habe ich geschafft und bin natürlich sehr zufrieden. In Rennen 3 die Konkurrenten direkt hintereinander. Bernstorff auf der 2 und Markelov auf der 4. Wenn es dabei bliebe, wäre Markelov Vizemeister. Bernstorff also gefordert, der Start diesmal ohne Schrott. Bernstorff attackiert den führenden Kirchhöfer doch umsonst. Markelov hingegen schnappt sich Brian Meissner für P3. Es sieht gut aus für den Russen. Und das tut es auch am Ende, denn Marvin Kirchhöfer dreht recht einsam seine Runden. Bernstorff letztlich ohne Chance. Am Anfang war ich nicht so schnell, wie ich hätte sein können, weil ich mir die Reifen nicht ruinieren wollte. Die zweite Hälfte hingegen war ich echt schnell. Und wenn ich am Anfang mehr Gas gegeben hätte, hätte ich Marvin vielleicht noch kriegen können. Hat er aber nicht. Und so holte Artem Markelov sich die zärtlichen Glückwünsche zum Vizetitel ab.